Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge A Plague Tale Innocence. Ja, wir haben jetzt diesen in der letzten Folge den Platz hinter diesem Gitter geradezu hinter uns gelassen. Wir sind da des Öfteren mal gescheitert. Und naja, jetzt stehen wir hier vor der Uni an dieser Tür. Und da wir gerade an der Uni sind, gehen wir auch rein, weil wir brauchen ja das Buch. Errungenschaft freigeschaltet. Kapitel 10, der Weg der Rosen. In der letzten Aufnahmesession, die ich gemacht habe, habe ich die Kapitel ein bisschen falsch vorgetragen. Das tut mir leid. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Die Musik ist, naja, etwas bedrohlicher geworden. Mit der Stoff. Wieder Salz. Nee, Salpeter. Verschlossen. Der Salpeter. Da geht's wahrscheinlich weiter. Da geht's auch nicht weiter. Auch nicht weiter. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Amisa, da siehst du doch die Bücher. Meine Gutste. Das ist anscheinend hier, wo die Soldaten davor stehen. Da wollen wir nicht lang. Der Weg der Rosen. Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Wie viele sind hier drinne? Wieder Steine, ja, die brauchen wir. Keine Ratten. Merkwürdig. Ich würde das nicht so laut sagen, Amicia. Sei vorsichtig mit den Wünschen, meine Gutste. Wir wollen sie ja nicht töten, aber wir müssen sie. Die lassen uns ja auch keine andere Wahl. Die lassen uns keine andere, weil wir müssen sie töten. Kriege ich meinen Stein wieder?
Mein Stein nicht. Aber wir ziehen mal das Salz aus den Hintern. Gab wohl damals keine Taschen wahrscheinlich. So, wir müssen den Wagen. Hier gibt's nichts mehr. Wir müssen den Wagen schieben. Wieso schiebst du den hin? Okay, wir können klettern. Ah, schönes Bild hier. Na gut. Ich sag ja immer, Schönheit liegt in der Auge des Betrachters, liebe Leute. Was haben wir denn da Schönes? Eine Truhe. Hat sich gelohnt. Da haben wir nochmal Salpeter. Wir gehen doch nochmal runter. Haben wir doch was übersehen. Auch noch mal Salz. So. Und wieder eine Tür. Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem. Das mit Buch, rotem Ein. Das Sanguinis Itinerar. Okay. Ich kann vielleicht nicht lesen. Da hat uns doch gesehen. Mit rotem Einband. Müssen wir die töten? Oder nur vorbeischleichen? Wer steht da? Der will da? Da ist doch ein Buch mit roten Eiern. Ah, ne. Das ist nur so Alkohol. Wenn wir uns jetzt bewegen, sieht er uns.
So, jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis er wieder kommt. Der bleibt da stehen. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wo sind die Rosen? Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn du so mit mir redest, kommt ja eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Wo sind die Ratten? Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Man hört sie, aber sieht sie nicht. Aha. Die Wachen, wenn ich die Ratten benutze. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Das hat sie nicht beeindruckt. Unglaublich. Wo seid ihr? Das kommt davon, wenn man sich ablenken lässt. Hat geklappt. Gänseblümchen. Ah, Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Gänseblümchen. Gänseblümchen. Das Gänseblümchen steht für Unschuld und Reinheit und ist für seine strahlend weißen Blütenblätter berühmt. Es wurde wegen seiner beruhigenden und verdauungsfördernden Wirkung in Aufgüssen verwendet und hat außerdem heilende Eigenschaften. Wegen des leicht pfefferigen Geschmacks seiner Blütenblätter verfeinerten sowohl Adlige als auch gewöhnliche Leute damit gern ihren Salat. Zwei haben wir schon vergessen.
So. Die sind beschäftigt hier, die Ratten. Mit der Schwefel. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Wer weiß, Amicia? Na toll, ich habe nicht in eine andere Richtung geguckt. Wir kommen auch nicht mehr drum. Drumrum? Leider nicht. Sehr linear gehalten, das Spiel. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Wahrscheinlich hier müssen wir hier lang. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. So. Ich dachte, ich habe was gehört. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Nichts zu berichten. So, die haben wir umschlichen. Die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Was? Nein, weg! Warum bist du hier so rum? Ich weiß, dass ihr hier seid. Das ist lächerlich. Wo steckt der nur? Gut genug. Ich habe eine ganze Weile schon nichts mehr gesehen oder gehört. Da sind sie ein bisschen beschäftigt jetzt, die Ratten. Okay. Uns fehlt immer noch Schnur und Stoff und Salz.
Was ist das? Was ist das? Blasebalg? Über unseren jungen Ygote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Oh, ist das ein alter Sack? Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Oh. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. So alt und noch drogensüchtig. Spritzen. Steh! Das Episongus! Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick. Soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Okay. Schafft ihn fort. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wird schwächer. Wie lange kann das Episant nicht ein bisschen Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Das ist jetzt gefährlich. Muschno. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Dämon kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hören wir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir. Ja, soll. Salz, Alkohol. Ja, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. So. Und an dieser Stelle, ja, ich lasse euch heute mal mit einem Cliffhanger alleine. An dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Saldela LP. Ciao, bleibt mir treu, macht's gut.